Jo, was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Hype News auf unserem Kanal. Diese Woche gibt es wieder sehr viele interessante Informationen und echt einige krasse Sneaker-Releases. Dementsprechend bleibt auf jeden Fall bis zum Ende des Videos dran, um keine dieser Informationen zu verpassen. Und wie immer dürft ihr diesem Video schon mal einen Daumen nach oben geben, denn das würde uns wirklich sehr, sehr doll unterstützen und einiges weiterhelfen. Für die Leute, die jetzt nur auf diesem Kanal sind und wirklich gar keine Ahnung haben, was Hype News ist, bei Hype News stellen wir euch alle Informationen vor, die sich das Sneaker- und Fashion-Herz wünschen kann. Dementsprechend lasst doch einfach mal ein Abo da und schaltet die Glocke an. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, dürft ihr mich auch noch gerne auf Instagram auschecken, denn dort poste ich auch immer wieder Sneaker-related Sachen und allgemein könnt ihr ein bisschen was über mein Leben erfahren. Also wenn euch das interessiert, checkt mich dort gerne aus. Zum Beispiel habe ich jetzt gerade eine Raffle-List für den Jordan 4 in der Kollab mit Off-White hochgeladen und für den Nike SB Dunk Low Grateful Dead. Also wenn euch sowas interessiert und ihr sowas nicht verpassen wollt, checkt mich dort gerne aus. Ich würde aber sagen, wir kommen jetzt direkt erstmal zum Top-Thema der Woche. Und für mich ist diese Woche das Top-Thema der Jordan 4 in der Kollaboration mit Off-White. Denn dort gibt es jetzt eine neue, sehr interessante Information, die Virgil Abloh jetzt gestern bzw. vorgestern auf seinen Instagram-Account gepostet hat. Und zwar hat er angekündigt, dass der Jordan 4 in der Kollaboration mit Off-White in dem Sale-Colorway nochmal in einem kompletten Man-Size-Run rauskommen wird. Der jetzt am 25.07. rauskommen soll, ist ja bekanntlich nur ein Woman-Size-Run. Der geht nur bis Größen US15, also EU47 müsste das sein. Allerdings hat jetzt Virgil Abloh nochmal angekündigt, dass der noch bis zu viel, viel größeren Größen hochgehen soll. Bei der US15 ist nicht EU47, das müsste EU48, 49, das müsste trotzdem schon voll groß sein. Auf jeden Fall hat jetzt Virgil Abloh angekündigt, dass er nochmal in einen kompletten Man-Size-Run rauskommen sollte, was ich persönlich sehr, sehr cool finde, denn so hat wirklich jeder die Chance, diesen Schuh zu bekommen. Also auch die kleinsten Leute, also mit den kleinsten Füßen und die Leute mit den größten Füßen. Allerdings würde es mich jetzt persönlich nicht so, oder hätte es mich nicht so gestört, wenn es nicht der Fall gewesen wäre, denn eine EU 45 ist eine EU 45 und die sollte auch nicht vom Shape anders sein als jetzt die von den Woman Size One. Also Men's und Woman's Size One sollte eigentlich vom Shape komplett gleich sein. Dementsprechend würde es mich persönlich jetzt nicht so doll stören. Aus dem Grund werde ich auch komplett jetzt auf den Schuh gehen. Und wenn ich ihn nicht bekomme, dann okay, dann habe ich nochmal die zweite Chance bei dem Men's Size One auf den Schuh zu gehen. Aber trotzdem auf jeden Fall sehr, sehr coole Informationen und das sollte auf jeden Fall auch die Chancen von jedermann erhöhen, an diesen Release ranzukommen. Dennoch auf jeden Fall sehr, 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 sehr krasse Information, sehr, sehr cooler Schuh. Und ich würde sagen, wir kommen dann jetzt auch schon zu den normalen Releases und fangen wir da mal am 23.07. an mit den Converse Chuck Taylor 70 in den Space Hippie Colorway. Dieser Schuh wird 90 bis 130 Euro im Retail kosten und in den Size U7 bis 9,5 wird er so circa 252 Euro im Resale bringen. Ich hatte den Schuh ja schon im letzten Video mit drin und habe eigentlich schon einiges dazu gesagt. Nochmal kurz, aber jetzt einmal das sozusagen einfach die Space Hippie Version, aber von Converse. Also Converse ist ja eine Tochterfirma von Nike und es sind jetzt in den letzten Tagen oder in den letzten Wochen immer wieder Space Hippie Schuhe rausgekommen, also diese recycelten Schuhe, und jetzt kommt eben ein Converse Space Hippie raus, also ein recycelter Chuck Taylor 70, und ich glaube, dass der bis zu 40% recycelt sein soll oder aus oder 40% recycelt sein soll, was auf jeden Fall sehr, sehr cool ist. Und wenn euch das Ganze interessiert, den Schuh könnt ihr auf der Converse Webseite kaufen, also einfach auf der ganz normalen Converse EU oder Deutschland-Webseite, könnt ihr diesen Schuh kaufen. Also, falls euch das interessiert, da werdet ihr den finden. Meiner Meinung nach solltet ihr den nach dem Release trotzdem einfach flippen, denn ich denke nicht, dass er dann nach dem Release in der kommenden Zeit weiter hochgehen wird. Also da meine Empfehlung, flippt den Schuh einfach so schnell es geht. Dann geht es jetzt weiter mit zwei verschiedenen Yeezys, beziehungsweise eigentlich sind es genau die gleichen, nur ganz kleiner Unterschied ist da. Und zwar fangen wir hier jetzt mal am 24.07. an mit den Adidas Yeezy Boost 380 in dem Blue Oat Reflective Colorway. Dieser Schuh wird 250 Euro im Retail kosten und in den Size US 4 bis US6 wird der Schuh ca. 270 Euro noch im Resale bringen, da es die Reflective Version ist. Dennoch würde ich euch nicht wirklich empfehlen, den Schuh zum Resale zu kaufen, da man eventuell auf den Sitzen bleiben könnte. Bei der Reflective Version würde ich jetzt nicht sagen, dass man darauf sitzen bleibt. Dennoch ist halt einfach nicht der schönste Schuh vom Colorway her und vom allgemeinen Aufbau finde ich den 380 jetzt auch nicht so cool. Dennoch denke ich mal, dass man ein bisschen was rausholen kann, wenn man den auf jeden Fall straight flippt. Und deswegen meine Empfehlung, da jetzt auch direkt
flippt den Schuh direkt, wenn ihr ihn einfach nur resellen wollt, aber ich persönlich würde einfach die Finger davon lassen, weil es sich nicht so extrem lohnt, auf diesen Schuh zu gehen. Und der zweite Yeezy soll dann am 25.07. kommen und bei denen geht es dann um den Adidas Yeezy Boost 380 Blue Oat in dem Non-Reflective Colorway. Dieser Schuh wird nur 230 € ungefähr kosten und wird eigentlich nichts im Resell bringen. Wenn irgendjemand da Resell rausschlägt, dann echt Hut ab, hast du gut gemacht. Aber ich persönlich würde den Schuh wirklich nicht zum Resell kaufen, sondern nur zum selber tragen, denn die Chancen, dass man darauf sitzen bleibt, sind echt sehr, 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 sehr hoch. Also meine Empfehlung, kauft den wirklich nur, wenn ihr ihn selber tragen wollt. Für mich zum Beispiel wäre es jetzt zum selber tragen nichts, denn ich finde die 380 Silhouette nicht so cool und auch der Colorway ist wirklich, wirklich nicht meins. Deswegen finde ich den eher uninteressant, diesen Release. Dennoch gibt es bestimmt einige von euch, die den sehr cool finden und da auch wieder meine Empfehlung, wenn ihr den zum Resign kaufen wollt und ihr denkt, dass man da vielleicht 10-20 € rausholen könnt, dann auf jeden Fall straight flippen, denn man wird nichts erreichen, wenn man den stockt. Bestes Beispiel sind noch die Adidas Yeezy 380 in dem Mist Colorway. Die bringen nach einem halben Jahr, dreiviertel Jahr immer noch nicht mehr, als sie direkt nach dem Release gebracht haben. Also gehe ich mal stark davon aus, dass ein noch hässlicher Colorway noch weniger bringen wird. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt auch schon zu den gehypten Releases und fangen wir da mal am 24.07. an mit den Nike SB Dunk Glow in der Kollabo mit Grateful Dead. Dieser Schuh wird einmal in einen grünen und einmal in einen gelben Colorway rauskommen, wobei der gelbe Colorway bei der Nike Sneakers App rauskommt und bei ganz vielen Skate Shops, nur um das mal klarzustellen, weil so viele Leute es kommentiert haben, ist einfach ein Überbegriff für Skate Shops, wie Sportläden, Skate Shops. In einem Skate Shop kann man Skate Sachen kaufen. Das ist nicht nur ein Shop oder eine Kette oder was weiß ich. Das sind mehrere Shops. Das ist ein Überbegriff. Skate Stores, Skate Laden, Fahrradladen, sowas in der Art. Also nur um das mal kurz klarzustellen. Wie gesagt, der gelbe wird bei der Nike Sneakers App rauskommen und bei Skate Shops und der grüne nur bei Skate Shops. Ich habe aber ein komplettes Video schon zu dem Schuh gemacht, wo man den kaufen kann und wie man den kaufen kann. Deswegen checkt das einfach mal aus, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und sonst würde ich einfach nur noch mal kurz ein, zwei Informationen zu dem Schuh geben. Der wird 100 € im Retail kosten, wird in den Sizes U7 bis 9,5 zwischen 800 und 1200 € im Resale bringen. Beide Colorways. Vielleicht wird der grüne 100 € mehr bringen als der gelbe, weil der grüne kommt dann nicht auf der Nike Sneakers App raus, sondern nur der gelbe. Aber sonst würde ich sagen, nehmen die sich nicht wirklich einen riesengroßen Unterschied. Und was auf jeden Fall ganz cool ist, ist einfach, sag ich mal, der Gedanke hinter diesem Schuh und wo das halt das Design herkommt. Und zwar ist das Ganze an ein Backcover von Grateful Dead inspiriert und zwar von Beer's Choice. Das ist ein Album, ich glaube aus 1973, ich habe es nicht mehr hundertprozentig im Kopf. Auf jeden Fall ist das Ganze eben an ein Backcover inspiriert. Ich werde euch hier einfach mal das Bild dazu einblenden. Und ich muss sagen, eigentlich echt ein sehr, sehr cooles Design. Vor allem zum Beispiel gibt es bei dem Schuh bei der Lasche so eine kleine Pocket noch, die man so aufmachen kann mit einem Reißverschluss und dann ist halt eben das All-Over-Design eben an dieses Cover angelehnt, zum Beispiel auch dieser gezackte Nike Swoosh soll halt eben das Halsband von dem Bären sein, also All-Over sehr, sehr cooler Release, auch wenn ich ihn selber nicht tragen würde und ich mir deswegen auch nicht kaufen werde, nicht mal fürs Resellen, auch wenn er viel bringen würde, aber da lasse ich es einfach mal sein und gebe den Leuten, die den wirklich tragen wollen, eher die Chance und sonst kann man zu dem Release noch sagen, stock den Schuh, der wird sich auf jeden Fall lohnen, wenn man den ein bisschen stocken würde, weil es halt eben ein besonderer SB Dunk Low ist und meine Empfehlung ist der, stock den so 1,5-2 Jahre, denn dann fangen Nike SB Dunks erst richtig an, in die Höhe zu gehen. Ach ja, und zum Stock gibt es leider keine genauen Informationen, aber man weiß, dass der viel geringer sein wird als beim Nike SB Dunk Low in der Kollabo mit Ben & Jerry's. Dementsprechend wird es auch ein Ticken schwerer sein, den zu bekommen, denn ich denke mal, dass der Andrang trotzdem sehr, sehr hoch sein wird, auch wenn das Marketing nur halb so gut war wie bei SB Dunk Low, Ben & Jerry's, aber trotzdem wird der Andrang sehr hoch sein und es wird schwer sein, den Schuh zu bekommen. Weiter geht es dann am 25.07. mit den Jordan 4 Inner Collar mit Off-White und zwar mit dem Sail bzw. Fossil Colorway. Dieser Schuh wird 220 € wieder kosten und da muss ich mich auch mal zu meinen letzten Videos berichtigen, denn ich habe immer 200 € gesagt anstatt 220 €. Nur dass ihr jetzt Bescheid wisst, der wird 220 € wieder kosten und in den Size US 8 bis US 15 wird er so zwischen 750 bis 1250 € Muse bringen. Also man kann sehr, sehr viel daraus holen aus diesem Schuh. Aber dennoch würde ich erhoffen, dass sich das Ganze eher bei 750 € einpendelt, weil wenn ich den nicht bekomme, werde ich mir den auf jeden Fall bei Kleckt holen. Grüße gehen hier auch raus an Kleckt. Ich habe da einen kleinen Gutschein bekommen, beziehungsweise bekomme da jetzt die Tage einen kleinen Gutschein, weswegen mir das Ganze nochmal ein bisschen erleichtert wird.
Link ist unten in der Beschreibung, könnt ihr gerne auschecken. Auf jeden Fall werde ich mir den sonst im Resale holen müssen, weil ich will den unbedingt, unbedingt, unbedingt haben. Ich finde den so clean einfach und deswegen werde ich auf jeden Fall alles darauf setzen, dass ich den bekomme. Und sonst gibt es eigentlich nicht mehr viel zu diesem Schuh zu sagen. Ich habe ein komplettes Video am Montag dazu hochgeladen. Also wenn euch interessiert, wie man den bekommt, wo man den bekommt und was es sonst noch für Informationen dazu gibt, dann checkt auf jeden Fall das Video vom Montag aus. Da habe ich alles gesagt, was ihr wissen müsst. Dann geht es ebenfalls am 25.07. weiter mit den Jordan 1 in den Neutral Grey Colorway. Allerdings ist damit bis jetzt nur die Japan-Version gemeint, die auf 2020 mal limitiert ist und in so einer Special Box rauskommen wird. Denn bis jetzt gibt es noch keine Informationen zu den Worldwide Drop mit der normalen Box, die nicht so streng limitiert ist. Dementsprechend würde ich sagen, müssen wir uns einfach noch mal ein bisschen gedulden, denn dieser Schuh wird nur in Japan rauskommen, also wird es für uns sehr, sehr schwer sein, den zu bekommen. Außer ihr seid zufällig gerade in Japan, fliegt nach Japan, macht dann Auslandssemester oder habt irgendwie eine japanische Sneakers-App und habt dann irgendwie japanische Kontakte, die für euch, sage ich mal, den Schuh entgegennehmen können. Gut, dass ich gerade dann dran denke, Tu hat welche, deswegen vielleicht frage ich mal Tu, ob der da ein bisschen sich bemühen will, seine ganzen Leute zu mobilisieren, damit die sich die App runterladen und es auf jeden Fall mal versuchen. Auf jeden Fall wird dieser Schuh 160 Euro im Retail kosten und in den Sizes US 7 bis 9,5 wird er bestimmt 500 Euro im Resale bringen mit der Special Box. Ich denke mal, dass wenn er dann mit der normalen Box Worldwide rauskommt, dass der dann nur so 350 Euro im Resale bringt. Auf jeden Fall dennoch eigentlich sehr, sehr gut und man kann sich da nicht beschweren. Und sonst würde ich sagen, wenn ihr den Schuh bekommen solltet, dann würde ich den mit der Special Box, würde ich den stocken und mit der normalen Box würde ich den dann flippen, weil ich bin der Meinung, dass der jetzt nicht so mega, mega hoch gehen wird. Auch wenn der Schuh das letzte Mal 2001 in der Art und Weise rausgekommen ist, würde ich sagen, dass es jetzt sich nicht so extrem lohnt, den weiterhin zu stocken. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt auch schon zu den Leaks und News im Sneaker-Bereich und da habe ich diese Woche leider nur einen Schuh für euch. Ich will aber das Video auch nicht in die Länge ziehen und euch da irgendwie langweilen mit irgendwelchen Releases, die erst in mehreren Monaten anstehen. Und zwar habe ich jetzt aber hier für euch eine interessante Information rausgesucht und zwar geht es hier um den Jordan 5 in der Kollabo mit Off-White und zwar um den Sale Colorway. Nachdem jetzt, sage ich mal, der schwarze Colorway rausgekommen ist, wurde ja schon seit längerer Zeit angeteasert, dass auch noch ein Sale Colorway rauskommen soll. Und jetzt ist, sage ich mal, so halbwegs bekannt gegeben, dass der so Ende 2020 rauskommen soll, also ungefähr zur Weihnachtszeit. Dieser Schuh wird auch 220 Euro Mutter kosten, wie der Jordan 4 in der Kollabo mit Off-White und wird in den Sizes US 7 bis 9,5 ca. 750 Euro im Resale bringen. Also bis jetzt kann man das nicht so wirklich gut abschätzen, weil man halt echt noch nicht weiß, in welchem Stock der Schuh rauskommt, wie so der Andrang letzten Endes sein wird, weil jetzt ist es halt einfach noch zu weit von dem Release entfernt. Aber ich denke mal, dass es ähnlich wie bei dem Schwarzen sein wird und der hatte anfangs sich so bei 757 Euro angependelt, ist jetzt ein wenig gedroppt, wobei ich auch sagen muss, dass der in der kommenden Zeit bestimmt nochmal steigen wird. Aber ich würde sagen, direkt nach dem Release wird der 750 Euro im Resale bringen und meine Empfehlung ist hier auch direkt, flippt den Schuh einfach, das hatte sich beim Jordan 5 in dem anderen Colorway schon gezeigt, denn ich hatte den bekommen, habe den straight einfach geflippt und hatte das meiste Geld rausgeholt und danach ist der so um 250 Euro gedroppt und viele Leute haben mich gefragt, so ey, was soll ich machen, der ist so hart gedroppt und ich meinte halt straight in dem Moment schon, flippt den einfach, der wird nicht irgendwie weiter nach oben gehen und dann haben alle sich irgendwie so ein bisschen geärgert. Auf jeden Fall, sonst grundsätzlich zum Schuh gibt es nicht so viel zu sagen, ich finde den besser als den schwarzen Colorway, muss aber sagen, dass mit den Löchern mir das Ganze ein wenig zu viel ist und ich würde einen ganz normalen Clean einfach einen Ticken besser finden. Dennoch finde ich zum Beispiel diesen Used Look sehr cool, also diesen abgetragenen Vintage Look mit der gelben Outsole und den ganz anderen Akzenten. Und was ich auch sehr cool finde, dass hinten auf der Hacke, sage ich mal, ein Nike Air drauf ist, anstatt ein Jumpman. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool, gefällt mir sehr gut. Aber sonst gibt es erstmal nicht so viel zu diesem Release noch zu erwähnen. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt nochmal wie immer zum Fashion Streetwear Bereich. Und da habe ich zwei sehr interessante Informationen für euch. Und zwar ist das erste, dass Lowlight Studios jetzt in der kommenden Zeit schon wieder einen neuen Drop geplant hat. Also die Jungs von den ich jetzt hier auch das T-Shirt anhab. Und die wollen zum Beispiel auch eine sehr, sehr coole Hose rausbringen. Da hat Elias so ein bisschen was geteasert gehabt. Also bis jetzt gibt es zwar noch keine genauen Informationen zum Drop, was genau rauskommt und wann genau der rauskommt. Aber dennoch wollte ich euch trotzdem schon mal darüber informieren, weil die Sachen sind auch immer straight sold out und sind auf jeden Fall immer sehr, sehr cool. Dementsprechend checkt die Jungs da auf jeden Fall mal aus. Würde uns sehr freuen, wenn ihr das Ganze macht und die da ein bisschen supportet. Und das zweite ist, dass wir jetzt die ersten Samples für unsere Brand haben, und zwar Trend Vision.
Die ganzen Sachen werden höchstwahrscheinlich so Anfang September rauskommen, beziehungsweise so die zweite Septemberwoche. Und da haben wir jetzt, wie gesagt, die ersten Samples, wo ihr auch in den kommenden Tagen ein bisschen was zu sehen werdet auf unserem Instagram-Account. Also checkt uns da mal gerne aus, also Trendvision und unsere privaten Accounts, damit ihr halt solche Informationen nicht verpasst. Aber sonst würde ich erstmal auch nicht wieder zu viel vorwegnehmen. Ihr werdet das Ganze dann schon in den kommenden Zeitraum sehen und werdet da euch schon einen guten Eindruck rüber verschaffen können. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt nochmal wie immer zu guter Letzt zum Hold-or-Sell-Bereich, wo ich über vergangene Sneaker-Releases rede und euch Empfehlungen gebe, ob ihr die Schuhe weiterhin stocken solltet, also sie noch ein wenig zu Hause aufbewahren solltet und sie erst in ein paar Monaten verkauft, oder ob ihr sie mittlerweile jetzt einfach verkaufen solltet, also sellen, flippen, wie auch immer, weil sie jetzt nicht mehr im Wert hochgehen werden und anfangen zu stagnieren. Und da habe ich jetzt nochmal zwei Hold-Empfehlungen für euch, und zwar geht es hier einmal um die Nike SB Dunk Low Inner Cooler mit Ben & Jerry's. Viele Leute fragen mich, was sie jetzt damit machen sollen, weil die Preise gerade so ein bisschen stagniert sind. Ich persönlich würde euch empfehlen, stockt die weiterhin noch so ein bis anderthalb Jahre, denn Nike SB Dunk Lows fangen immer dann erst so richtig an, in die Höhe zu gehen. Und momentan sind sie ein wenig stagniert oder sind vielleicht so 100 Euro wieder runtergegangen, aber das ist komplett normal. Meine Empfehlung ist, da verkauft den Schuh erst in ein bis anderthalb Jahren, zumindest wenn ihr die Zeit habt, weil dann wird es sich richtig lohnen und dann werden die nochmal bestimmt einige Euro nach oben gehen. Und die zweiten Schuhe, sage ich mal, das sind nämlich mehrere, die ihr weiterhin stocken solltet, sind alle Nike Inner Cooler mit Travis Scott, denn die werden auch auf jeden Fall nochmal einiges nach oben gehen. Auch die stagnieren ein bisschen, gehen vielleicht manchmal ein bisschen runter und wieder hoch und runter und hoch. Trotzdem würde ich euch empfehlen, stockt die weiterhin, denn in, keine Ahnung, 6, 7, 8 Monaten oder 12 Monaten kann es sein, dass da auf jeden Fall sich etwas ändert und runtergehen. Wenn sie auf jeden Fall nicht, wenn, werden sie eher hochgehen. Deswegen meine Empfehlung ist da, stockt die auf jeden Fall, das wird sich definitiv lohnen. So Leute, kommen wir dann jetzt nochmal wie immer zu guter Letzt zu den Fits der Woche, wo ihr mittlerweile mich und Tu auf euren Instagram-Bildern markieren könnt. Und wenn uns die Bilder gefallen, werden wir euch mit in das Hype News mit hereinnehmen. Und fangen wir jetzt hier mal direkt an mit einem Full-Peso-Outfit von Vadim.hz68. Er trägt hier auf diesem Bild den Zip-Up-Hoodie von der Heads or Tails Collection. Dazu trägt er dann noch die Denim aus der Heads or Tails Collection mit diesem Peso-Aufdruck da auf den Schrift. Und dazu dann noch weiße Nike Air Force One und halt ein paar Accessoires, also so Ringe und eine Uhr. All over, sehr, sehr cooles Outfit. Also klar, man muss, sage ich mal, diese Hose mögen und die muss einem gefallen. Aber wenn die halt einem gefällt, dann ist es auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles und sehr, sehr cleanes Outfit. Also kann man wirklich nichts mit falsch machen. Das zweite Outfit kommt dann von Johnny.S747. Er trägt hier auf diesem Bild ein T-Shirt von 6PM. Ich glaube, das ist aus der vorletzten Collection. Ich bin mir aber nicht mehr hundertprozentig sicher. Dazu trägt er dann noch eine Workpant, die in einem so Cord-Ding ist, von Pell. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Auf jeden Fall sieht die auch sehr, sehr cool aus. Ist ein wenig breiter. Und dazu trägt er dann noch die Nike Dunk Low in dem University Red Colorway. Also all over auch sehr, sehr cooles Outfit. Und das T-Shirt, also dieses Braun von dem 6PM, matcht auf jeden Fall der Farbe der Hose. Also auch sehr, sehr cooles Outfit. Grüße gehen hier raus an dich. Und das letzte Outfit kommt dann von David.HSR. Er trägt jetzt auf dem Bild einen schwarzen Zip-Up-Hoodie aus der letzten Victor Braun Studios Collection mit eben so einem roten Print. Dazu trägt er dann eine Trackpants von 6PM und dann trägt er dazu Jordan 1 Low in einem Chicago Colorway, also einfach rote Jordan 1 Low. Also auch all over, sehr, sehr cleanes und schlichtes, cooles Outfit. Und ich würde sagen, das war es dann jetzt auch diese Woche schon mit den Fits der Woche. Leider keine Girls dabei, deswegen, falls ihr unsere Videos schaut, gerne markieren. Ich würde gerne mal ein bisschen Abwechslung mit reinbringen, also gerne Tu oder mich markieren. Ich würde aber sagen, das war es dann jetzt auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wenn das der Fall war, lasst mich auf jeden Fall mit einem Daumen nach oben wissen und schreibt das Ganze unten in die Kommentare. Und falls ihr noch auf dem Kanal seid, dürft ihr uns natürlich gerne abonnieren und die Glocke anschalten. Und ich würde sagen, das war es dann jetzt auch schon mit dem Video. Bis zum nächsten Mal und ciao.